So, dritter Themenblock, Wirtschaftlichkeit. Und da habe ich noch gar keine Ahnung von. Bei uns die Haushaltskasse wird natürlich zu Hause von meiner Frau geführt. Und deshalb lassen wir da lieber jemand einführend mal zu Wort kommen, der sich mit dem Thema ein bisschen intensiver und kompetenter beschäftigen kann. Herr Lange. Herr Hartwig, auch auf die Gefahr hin, dass Sie mich abstrafen. Sie hatten gesagt, letzte Wortmeldung gebührte dem Kollegen aus Rothenburg-Sottrum. Mir ist aber noch eins ganz wichtig. Sie haben einen Antrag gestellt. Die Delegiertenversammlung am 10. April möge beschließen. Dieser Antrag beinhaltet ja deutliche Veränderungen, strukturelle Veränderungen. Dieser Antrag wird nach den Wahlen behandelt. Generell ist das schon Kappeskram, würde der Kölner sein. Weil wenn ein Antrag zu strukturellen Veränderungen auf das, was unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen stattfinden sollte, oder ich habe Ihren Antrag falsch verstanden und Sie meinen erst die nächste Delegiertenversammlung, die mit Wahlen ausgestattet ist in 4 Jahren, das weiß ich jetzt nicht, das könnten Sie vielleicht aufklären, Frau Heinrichsen, ob Sie jetzt meinen am 10. April 2013 oder die dann in 2017. Also grundsätzlich meine ich überhaupt, den Zeitpunkt, den finde ich zweitwichtig, ich finde es aber immer grundsätzlich schlecht, wenn irgendwas überstürzt passiert. Das ist meistens ein schlechter Ratgeber, Eile und Angst sind keine guten Ratgeber, also wann darüber entschieden wird und wann wer wo wie gewählt wird, darum geht es mir eigentlich nicht. Mir geht es darum, dass überhaupt erstmal was geschieht. Okay, nur generell kommen Sie, wenn Sie solch einen Antrag stellen, kommen Sie in einen gewissen Formalismus hinein. Da kann Ihnen dann bei Eile und Angst nur noch Licht helfen, also eine Taschenlampe oder elektrisches Licht, um den Weg dann auszuleuchten, damit Sie nicht in Stolpern kommen. Aber das ist schon wichtig, also das muss man sich schon überlegt haben, wenn man solch einen Antrag stellt, weil der ja ganz gewisse Konsequenzen hat. Wenn Sie dann die nächste Periode meinen, das wäre dann ja 2017, denn der geschäftsführende Vorstand wird ja auf und der Vorstand im Allgemeinen wird ja auf 4 Jahre gewählt. Nee, also da steht ja nächste Periode und das ist durchaus beabsichtigt, dass das diesen gewissen Verhandlungsspielraum, sag ich mal, und auch Varianz beinhaltet. Denn was letzten Endes daraus gemacht wird, hängt ja von den Delegierten ab. Und wenn die meinen, sie müssten jetzt bei der nächsten Delegiertenversammlung, auf der dieser Antrag bestimmt wird, was weiß ich, einen anderen Vorsitzenden, irgendwas personell ändern oder jemand anders wählen, dann sollen sie das tun. Aber wichtig ist ja, dass erstmal überhaupt der Impuls dahin gegeben wird, dass man darüber überhaupt erstmal nachdenkt. Also ich habe ja mit Herrn Schäfer gesprochen auf der Equitana und da war es ja, ich habe ihn dann ja ganz konkret gefragt, ich sage, Sie haben ja in Vorlage gesagt, Sie hängen nicht an Ihrem Amt. Sie sehen nicht, dass sich irgendwer da in Ihre Position drängelt. Sie sehen keine jungen Leute, die jetzt diese Verantwortung übernehmen wollen. Haben Sie denn für sich einen Nachfolger überhaupt schon mal angedacht und bestimmt? Weil ich kenne es nun wirklich von meinem Bezirksverband, dass da derjenige, der da gerade Verantwortung trägt, der hat zu mir ganz klipp und klar gesagt, ich bin jetzt 61, ich will bis 65 alles abgegeben haben, ich habe dieses, jenes, das und den habe ich angesprochen, ich habe das so und so vorbereitet und das wird jetzt die nächste Versammlung so durchgezogen. Punkt. So. Ja, da kam aber nichts. Ich habe von Herrn Schäfer dann die Antwort bekommen, er hätte ja erstmal 3 Stellvertreter. Daraufhin, damit meinte er eben die 3 anderen Angehörigen des geschäftsführenden Vorstandes. Daraufhin habe ich ihn gefragt, darf ich also davon ausgehen, dass aus diesem Kreis eines Tages Ihr Nachfolger bestimmt wird? Nein, das habe ich nicht gesagt. Also da wird sich auch gar nicht irgendwie in die Richtung gedacht und bewegt. Und wenn ich doch sage, ich sehe mich irgendwie da nicht mehr so gegen oder es geht mir auf die Nerven, dass ich immer nur angefeindet werde oder hier kommen Gerüchte hoch und das finde ich alles gar nicht richtig, ich bin eigentlich wäre ich bereit, das Amt abzugeben, habe aber gleichzeitig mir noch nicht mal Gedanken darüber gemacht, wen ich denn als meinen Nachfolger gern hätte, dann widerspricht sich das für mich irgendwo selber. Insofern kann ich da keine klare Antwort geben, das ist das wirklich Sache des Entscheidungsfindungsgremiums und man muss sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass diese Delegiertenversammlung ist unser höchstes Verbandsorgan, ja? Das ist das satzungsgebende Gremium, das wissen viele Mitglieder überhaupt nicht. Die wissen nicht nur, dass es eine Delegiertenversammlung gibt, wissen die nicht. Die wissen auch nicht, wer ihre Delegierten sind. Wenn sie danach fragen, wird ihnen gesagt, das brauchst du gar nicht wissen. Wenn ich als Mitglied zu sowas hier einlade und schreibe an den Verband, bitte verbreiten Sie diese Einladung, beziehungsweise wenn Sie das nicht können aus irgendwelchen Gründen, schicken Sie mir eine Liste, eine Namensliste der gewählten Delegierten und der Vorstandsmitglieder und dann kriege ich als Antwort zurück, die können wir leider aus Datenschutzgründen nicht rausgeben. Das geht doch nicht. Tut mir leid. Aber das ist ein Feld, hinter dem man sich gerne versteckt, datenschutzrechtliche Gründe. Vielen Dank, ich will das gar nicht weiter werten, die Ausführungen, die Sie jetzt gemacht haben, aber eins möchte ich noch machen, möchte ich Mut machen darin, dass Sie vorgeschlagen haben, es soll ein Aufsichtsrat gegründet werden. Und zwar
anders als Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben, aus meiner Sicht nicht nur für eine Kontrollaufgabe und Kontrollfunktion des geschäftsführenden Vorstandes, sondern nach meiner Interpretation und nach meinem Petitum ganz eindeutig, um den geschäftsführenden Vorstand zu beraten, als allererstes, und Leitlinien, die der geschäftsführende Vorstand herausgeben will, nochmal gegen ein dann beratendes, kontrollierendes Momentum zu fahren, um danach sicher zu sein, dass von mir aus 15 Meinungen das Richtige für unsere Züchterschaft entstanden ist. Das ist meine Stärke in Ihre Richtung. Aufsichtsrat in jedem Fall ja. Da sitzen auch 18, 19 und dann auch Beratende aus Hengsthalter, verschiedene, aus Kreissparkasse und Schlagmethode. Ich muss jetzt mal wieder pushen, also irgendwie abschneiden. Das Problem, was ich sehe, ist, wir kommen dann gleich noch zu, aber das Problem, was ich sehe, ist, wir haben zwar diesen Vorstand, aber wenn wir doch diese Vorstandsmitglieder selber sagen, wir mögen das nicht mehr so sagen, wie wir das dir jetzt sagen, auf der Vorstandssitzung, kann ich das nicht so äußern. Und das hat nicht einer gesagt, das haben auch nicht zwei gesagt, das haben 10 gesagt, ja. Dann ist da ein strukturelles Problem und das muss angegangen werden. Wir brauchen dort Leute, die unabhängig sind und die entsprechend Arsch in der Hose haben, das mal ganz deutlich zu sagen, um dann auch gegen Entscheidungen, die der geschäftsführende Vorstand vorbereitet hat, auch mal negativ eingestellt zu sein. Weil wie wollen wir uns sonst weiterentwickeln, wenn sie dann nur Ja-Sager haben? Das hilft uns allen nicht. Einmal noch Mimi, einmal noch Herr Oldenburg, einmal noch Willem. Willem möchte auch mal. Der schreibt schon mit den Füßen. Im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, dass man eine andere Meinung nicht als persönlichen Angriff wertet. Richtig. Ganz normale Diskussion. Ja. Ganz klar. Ich wollte ja. Herr Oldenburg, noch ganz kurz. Eine Minute. Ich sehe das auch so. Von Ihnen kaufe ich auch. Okay. Komm, Herr Es ist für mich nicht entscheidend, ob ich dieses Gremium nun Aufsichtsrat nenne oder erweiterten Vorstand. Das ist mir auch egal. Letzten Endes haben wir dieses alles. Deswegen brauchen wir das eigentlich ganz umstellen. Ich würde darum bitten, dass man das gleich durchstellt. Ich komme noch auf diese Konstellation gleich in meinem Vortrag. Ich komme noch hin. Ganz kurz etwas Organisatorisches. Wir wollten ja nach der Kaffeepause diese Feedbackrunde machen mit Schlusszusammenfassung der Ergebnisse. Wer da nicht mehr anwesend sein kann, der kriegt gerne diese Ergebnisse zusammengefasst. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn zu dieser Ergebnisgeschichte wenigstens noch 30 Leute da blieben. Ja, alle. Der geht verliehen. So, sein Name ist anscheinend Programm. Herr Lange musste mal wieder lange warten. Passiert Ihnen das öfter? Ja. Gut, dann soll es die Ausnahme bleiben. Bitte schön. Dankeschön. Namentlich habe ich mich vorgestellt. Ich sage vielleicht mal 3 Sätze zu meinem Hintergrund. Hannoveraner Zoo ist für mich seit dem 14. Lebensjahr ein Thema. Ich kenne schon noch die gemütlichen Zeiten, als wir für eine Bedeckung mit Weidmannsgang in Landesberg den ganzen Tag gebraucht haben, dazwischen in den Kneipen. Aber das ist halt nicht mehr der Stand, den wir heute haben. Ich habe mich auch wenig um Verbandsgeschehen gekümmert, bis zum Jahre 2009. Da begann nämlich das Schlüsselprojekt, wenn es um das Thema Wirtschaftlichkeit geht für den Hannoveraner Verband, die Niedersachsenhalle. Ich habe das damals aus der Presse entnommen, zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich komme aus der Industrie und als Leiter Organisation und IT wird da immer die Frage gestellt, wenn man investiert, können wir das denn wieder verdienen? Und wenn ich dann gehört habe, dieser Umbau sollte seinerzeit 9 Millionen kosten, dann habe ich mir schon die Frage gestellt, wie man mit 7 bis 8 Millionen Euro Jahreseinnahmen das verdienen will. Vielleicht ist das in einem Verband nicht ganz so wichtig, aber ab dem Zeitpunkt habe ich ein ziemlich waches Auge auf das ganze Geschehen gehabt. Es kam 2010 eine Verschärfung der Absatzsituation, es wurde zunehmend schwieriger und der Hannoveraner Verband hat das erste Mal ein negatives Betriebsergebnis gehabt von 87.000, das ist noch nicht schlimm. Es gab dann 2011 die Mitteilung darüber, dass der Umbau teurer würde, er wurde nachfinanziert in Höhe von 2 Millionen, was eigentlich dann auch wieder ein Ding ist, was man wegdrücken muss, man muss auch diese 2 Millionen wieder verdienen. Und wir hatten in dem Jahr das erste Mal einen operativen Verlust, ein negatives Betriebsergebnis von 226.000 Euro. Auch das ist noch nicht schlimm. Dann kam aber das Jahr 2012 und da hat man zur Delegiertenversammlung eine
Vorausschau für das Jahr 2012 ausgegeben, die davon ausging, dass man die Einnahmen der AAZ nochmal steigern könnte. Und das in einem Jahr, in dem mit Mehrwertsteuererhöhung und anderen schlechten Rahmenbedingungen eigentlich nicht davon ausgegangen werden kann, dass ich diese Umsätze nochmal steigere. Das war für mich schon sehr kritisch. Und dann ist natürlich eins passiert, dass dann im Laufe des Jahres ein Zwang entstand über Kosteneinsparungen. Hartmut hat die in Landesbergen auch vom Betrag her genannt. Ich schenke mir das Nennen von Beträgen. Ich habe zwar die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, aber die ist auch noch nicht den Delegierten gegenüber veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob er was dazu sagen möchte gleich. Auf jeden Fall war das aus meiner Sicht schon mal ein Kraftakt, um das Jahr 2012 dann vom Betriebsergebnis auf 201.000 im Rahmen zu halten. Negativ. Und ganz kritisch sehe ich eins, wir haben für das Jahr 2013 noch keine Vorausschau oder keine Planung. Dabei ist dieses Jahr eigentlich das Jahr, in dem man aus dieser Planung eine Wende entnehmen müsste. Jetzt hat Hartmut vorhin gesagt, dass es da persönliche Gründe gibt, dass diese Planung noch nicht auf der Reihe ist. Ich finde es aber einen untragbaren Zustand, dass eine Delegiertenversammlung tagt, die über das Jahr 2013 und weitere Strategien ja auch im Grunde diskutieren will und hat noch keine Zahlen für die nächsten Jahre. Das Thema Wirtschaftlichkeit ist nicht nur ein Thema von Geld, sondern es ist ein Thema von Abläufen, von Strukturen, von Entscheidungswegen und ganz am Ende auch von Strategien. Was will ich als Verband fahren für die Zukunft? Ich habe mir ein Bild gemalt, um mal dahinter zu kommen, wie sind denn diese 11 Millionen für die Niedersachsenhalle zustande gekommen und über welche Wege ist das gelaufen? Und dann landen wir natürlich, ich sollte keine Namen nennen, tue ich jetzt auch nicht, aber wissen ja alle, wer verantwortlich ist. Da stellt man dann fest, dass es dort eine Zuchtleitung gibt, die sich natürlich so einen Prachtbau wünscht, auch von den Kapazitäten der Boxen, von den Ausbildungsmöglichkeiten. Dass es eine Geschäftsführung geben sollte, die als genehmigendes Organ darüber wacht, dass das auch noch wirtschaftlich ist. Und wir haben mit der Liga Sachsenhall GmbH, das ist den wenigsten Züchtern bewusst, im Grunde eine Holding, wenn man so will, meinen Begriff aus der Wirtschaft zu verwenden, die für die Finanzierung zuständig ist. Und heute haben wir die Situation, dass an allen drei Stellen eine Person sitzt. Es ist in einer Hand. Das muss nichts Schlechtes sein, das ist schon lange so. Es war auch zu Zeiten von Dr. Lücke schon so. Aber es ist die Frage, ob wir vor dem Hintergrund von rasanten Veränderungen in der Pferdezucht, eigentlich in der gesamten Pferdeszene mit der Konstellation noch richtig aufgestellt sind. Man muss eins sehen, wir haben 2,5 Millionen Euro Eigenmittel eingebracht in der Sachsenhallen GmbH. Es wurden 4 Millionen Euro Darlehen aufgenommen, direkt vom Hannoveraner Verband. Dazu kamen 2 Millionen Nachfinanzierung, die dann alle Träger zusammen übernommen haben. Die Träger sind der Hannoveraner Verband, die Stadt Pferden, der Landkreis Pferden und Masterin. Und dann kamen letztendlich noch 3 Millionen von den öffentlichen Trägern Stadt Pferden, Landkreis Pferden. Davon 1,5 Millionen Konjunkturpaket 2, ich vermute mal als reiner Zuschuss. Und jeweils 750.000 von der Stadt Pferden und dem Landkreis Pferden. Da wird heute gesagt, der Zeitpunkt des Umbaus war optimal, beziehungsweise der Entscheidung. Ich sage, es war nicht optimal. Es war 2009 das erste Jahr mit dem Rückgang der Bedeckungen. Wir hatten die Lehman-Krise und wir hatten danach auch einige Punkte, da hätte man unter Umständen da noch etwas machen können. Das Zweite ist, dass man sich auch klar machen muss, wir sind in der Niedersachsenhallen GmbH nicht allein. Auch wenn wir heute sagen, Mensch, wir müssen da ein bisschen was anderes machen, weil wir es vielleicht wirtschaftlich nicht mehr tragen können, dann hat man die Stadt Pferden und den Landkreis Pferden natürlich, und die Masterin auch so einen kleinen Teil, mit am Tisch sitzen. Was sind die Rahmenbedingungen für diese Situation? Es sind erstmal die gestiegenen Aufwendungen für die Niedersachsenhalle nicht unbedingt, sondern im Wesentlichen für die AZ. Ich habe die alten Gewinn- und Verlustrechnungen und die Bilanzen auch. Das geht mal so ein bisschen rauf und runter mit der AZ, aber wir sind im Grunde von jährlichen Kosten von 2,1 Millionen auf teilweise 2,8 Millionen gelandet. Ich würde sagen, im Jahresdurchschnitt 500.000 Euro mehr, die wir irgendwo auch verdienen müssen. Wir haben als weitere Rahmenbedingung, dass 39% der Pferde, oder dass wir in 2017 39% weniger Pferde für die Auktionen haben.
Ich vergleiche das immer bei uns mit der Firma, wenn uns die Rohstoffe ausgehen, können wir auch nichts mehr produzieren. Und wenn wir die Rohstoffe strecken, dann wird die Qualität nicht entsprechend sein. Deswegen ist das auch für einen Verband, der über 50% seiner Einnahmen aus dem Auktionsgeschäft zieht, ein kritischer Punkt. Wir haben auch eine ganz allgemeine Verlagerung vom Auktionsgeschäft zu den sogenannten Private Sales, Umsatzsteuererhöhung, andere Dinge, auch Ausbildungsbetriebe sind mittlerweile in der Vermarktung mit multimedialer Unterstützung ziemlich professionell geworden. Viele gehen gar nicht mehr zur Auktion, viele Züchter, sondern haben ihre Partner. Und man muss mal auch darauf hinweisen, nicht weit von der Niedersachsenhalle betreibt eine alleinstehende junge Dame ein Konzept mit einem sogenannten Züchtertag, über den sie direkt vermarktet, also nicht zu Auktionsbedingungen, sondern als Vermittlungsgeschäft. Auch da muss man mal die Frage stellen, warum reichen wir das nicht ab? Wir werden als Rahmenbedingung Rückgänge im Reitsport haben. Darüber weiß eigentlich, und das ist eigentlich auch wirklich traurig, keiner so richtig, wie viel das sein wird. Meine ganz eigenen Beobachtungen, ich bin im Sommer noch 4-5 Mal auf dem Turnier, dass das gravierend ist. Man beobachtet in den Jugendreiterwettbewerben, dass da die Hälfte, höchstens noch die Hälfte der Starter sind, die wir noch 2007, 2008 hatten. Bei uns im Landesverband habe ich das mal nachgeschlagen, es sind tatsächlich 40% weniger Jugendliche. Im FN-Jahresbericht sieht man, dass wir allein in der Klasse E 16% Starter in einem Jahr hatten. Und da muss man sich die Frage stellen, wie wird der Reitpferdemarkt, wie sieht der 2018 aus? Weil das sind unsere Kunden, die wir in 4 oder 5 Jahren eigentlich haben wollen. Da fehlt mir auch hier von der FN als flankierende Maßnahme mal so ein bisschen Marktforschung. Ich glaube, die drommeln ganz schön vor sich hin. Und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass wir steigende internationale Konkurrenz haben. KWPN, auch der dänische Warmblutverband, macht sehr viel. KWPN ist auch, ich habe das mal so provokant gesagt, 5 Jahre organisatorisch voraus, was die Dienstleistungen für die Züchter betrifft. Die gehen im Moment im Grenzbereich an die hannoverschen Züchter dran, schreiben denen Briefe und sagen, wir bieten euch eine Mitgliedschaft für 125 Euro für eine Stute und die Eintragung eines Fohlens. Das wird wahrscheinlich den traditionellen Hannoveraner Züchter weniger ansprechen, aber man muss klar sehen, die Bandagen werden härter. Und man muss sich mal eins klar machen, alle reden von einer Krise. Eine Krise hat einen Anfang und ein Ende. Wir haben es hier zu tun mit einer gravierenden strukturellen Veränderung der gesamten Pferdeszene. Das ist nicht nur Zucht, das ist Reitsport. Und darauf muss man sich einstellen. Und man muss die Frage stellen, ob wir richtig organisiert sind für diese Veränderungen. Und das Tempo der Veränderungen ist enorm. Jeder sollte mal zurückdenken, 2008, wie standen wir als Züchter da? Und was waren die Probleme, mit denen wir uns beschäftigt haben? Heute sind wir 2013 und es ist rasend schnell gegangen, dass wir uns mit ganz anderen Dingen beschäftigen müssen. Dazu habe ich dann auch mal die Kerninhalte von Karens Forderungen oder Antrag eingebaut in eine mögliche andere Struktur. Das sind auch wieder andere Personen, aber ich halte es für nicht zielführend, dass eine Zuchtleitung und eine Geschäftsführung in einer Hand ist. Der Rudolf Grünert hat das eigentlich auch schon sehr schön geschildert. Es gibt unterschiedliche Interessenlagen, sowohl für den Zuchtleiter, der möchte natürlich in Bezug auf die Zucht und vielleicht in Bezug auf die Vermarktung weiterkommen, es muss aber finanzierbar sein. Er hat einen anderen Aufgabenbereich als eine Geschäftsführung, die darauf achten muss, dass es wirtschaftlich bleibt und dass es finanzierbar ist. Alles, was wir überlegen an Veränderungen, muss auch finanzierbar sein, personell und auch vom Geld. Dieser Zielkonflikt ist gewollt, der muss da sein. Den haben wir auch in jedem Industrieunternehmen. Wir haben einen technischen Geschäftsführer und wir haben einen kaufmännischen Geschäftsführer. Und ich kann Ihnen eins versichern, wenn man unserem technischen Geschäftsführer auch die kaufmännische Leitung übertragen würde, dann hätten wir wahrscheinlich ähnlich opulente Produktionsstätten, wie es heute in Niedersachsenhalle ist. Das ist einfach der Lauf der Dinge, der sich aus so einer Organisation ergibt. Und auf der anderen Seite haben wir die Niedersachsenhallen GmbH. Da gibt es auch einen Geschäftsführer, das ist nicht nur jemand vom Hannoveraner Verband, sondern ist auch der Landrat und der Bürgermeister drin. Darüber muss natürlich mit der Niedersachsen GmbH und dem Träger dieses Baus auch immer wieder kontrovers diskutiert werden, gerade wenn wir uns vielleicht im vollen Umfang nicht mehr leisten können.
wie gehen wir denn da zukünftig damit um? Auch da wäre es sicherlich besser, wenn das in der Hand eines kaufmännischen Geschäftsführers läge. Dieser Zielkonflikt, der muss meines Erachtens über unterschiedliche personelle Besetzungen ausgetragen werden. Wenn ich so einen Zielkonflikt in so einer Organisation habe, dann braucht es dazu ein Schiedsrichtergremium. In der Industrie oder in der Wirtschaft sind es dann in der Regel in den Aktiengesellschaften die Aufsichtsräte, das ist aber ein Begriff aus dem Aktienrecht, den nehme ich nicht ganz gerne in den Mund. Die mittelständischen Firmen wählen eigentlich als Entscheidungs- und Beratungsgremium immer den Begriff Beirat. Was macht ein Beirat? Er ist erstmal, das klang vorhin dort auch an, er muss unabhängig sein. Er darf nicht im Vorstand sein. Er darf kein Vorstandsamt haben, sondern er muss vollkommen unabhängig zu den verschiedenen Themen auch dort seine Meinung äußern dürfen und müssen. So ein Beirat muss beratend sein, auch in Zukunftsfragen. Wie gehen wir gerade in Bezug auf die Vermarktung weiterhin mit unseren Hannoveraner an? Und er muss in bestimmten ganz wichtigen Fragen genehmigend wirken. Das können strategische Dinge sein oder auch wichtige Änderungen, die Finanzierung anstehen. Karin hat das, glaube ich, auch Aufsichtsrat genannt. Arbeitskreis genannt. Ich denke, wir beide meinen das Gleiche. Und hier ist eigentlich das beratende Element für die Zukunft zu sehen. Und dieser Beirat muss auch nicht einmal im Jahr zusammenkommen, sondern immer dann, wenn er gebraucht wird. Und er muss besetzt werden, paritätisch habe ich das mal genannt, durch kompetente Funktionsträger, die Bestandteil der Hannoveraner zu sind. Das alles ist sicherlich noch nicht ausgeräumt. Hier kam vorhin der Hinweis, dass man mit der Bildung oder mit der Konstitution eines Beirates sicherlich auch ein Beratungsunternehmen beauftragen sollte, die das professionell machen. Dazu sind gewisse formelle Dinge notwendig. Es soll hier eine Anregung sein, darüber nachzudenken. So, ich erdreiste mich jetzt auch, weil ich das ja nicht alles nur negativ darstellen möchte, auch mal darauf einzugehen, wie lösen wir die Situation? Auf der einen Seite viel weniger Pferde, das Auktionsgeschäft wird schwierig werden. Und auf der anderen Seite haben wir zusätzliche Kosten. Wie gehen wir damit um? Meines Erachtens hat der Verband an Ausbildungsstallkapazitäten sich übernommen. Für das, was wir in Zukunft an Pferden haben werden, ist das einfach too much. Das muss finanziert werden, das muss unterhalten werden. Und deswegen bin ich der Meinung, statt jetzt Sparmaßnahmen einzuleiten, die nach dem Rasenmäherprinzip die gesamte Breite der Organisation betrifft, sollte man gezielt vorgehen. Da muss man auch loslassen können. Sind Hessen unter uns? Ja, Gott sei Dank nicht. Eine mögliche Idee wäre der Verkauf der Anlage in Alsfeld. Jetzt ist die Frage, ob sie ihren Zweck erfüllt und ob sie im Moment wirtschaftlich betrieben werden. Zweite Frage ist die Verwachtung der ehemaligen Reiterfahrschule. Ich bin da im letzten Sommer drin gewesen, weil ich mal so ein Mädel zeigen wollte, was wir hier in den Pferden alles Tolles aufgebaut haben. Und da ist es schon ernüchternd, wenn man durch eine Menge leerer Stallgassen stapft, wo die Spinnenweben das einzige Leben sind, was man dort vorfindet. Das ist so ein Punkt, da sollte man sich wirklich mal Gedanken machen, ob man nicht anders Geld damit verdienen kann. Wir haben so ein bisschen den Anspruch gehabt, noch mehr Auktionen, noch mehr Ausbildung. Wir wollen als Dienstleistung für unsere Züchter die Ausbildung in der AAZ anbieten. Das, was man davon hört, das war auch am Donnerstag in Landesbergen eigentlich sofort, das, was die Züchter gebracht haben, dass man nicht sehr zufrieden damit ist. Ich stelle aber auch die Frage, müssen wir denn als Verband selber diese Ausbildungsdienstleistungen auf die Reihe bringen? Warum machen wir nicht mit den Ausbildungsbetrieben im Lande ein Partnerschaftskonzept auf, wie es mal Hannoveraner erleben war? Das ist meines Erachtens der viel bessere Weg. Auch die Ausbildungsstelle werden ihre Probleme in der Zukunft haben. Das wäre ein wichtiger Handshake zu sagen, komm, wir tun uns zusammen. Wir müssen versuchen, über ein Partnerschaftskonzept die Ausbildung zu regeln, aber auch die Beschickung der Auktionen. Weil viele Ausbildungsbetriebe schicken, wie gesagt, ihre Pferde nicht mehr dorthin. Wegener hat ja jetzt zur Elite-Auktion ja auch schon Probleme gehabt, genug Pferde zusammenzubekommen. Und das AAZ würde ich ja nicht abschaffen.
sondern meines Erachtens muss man dort sehr viel mehr auf Qualität achten als auf Quantität. Gerade was den Beritt betrifft, kosten gute Reiter halt auch Geld. Und wenn ich die halten will, dann muss ich dafür was ausgeben und das ist immer besser als nach dem Gießkannenprinzip in die Breite zu führen. Wir brauchen meines Erachtens neue Auktions- und Vermarktungskonzepte. Oberbegriff Diversifikation. Es gibt viele privat organisierte Auktionsformate, die eine bestimmte Sparte bedienen. Dressurspringen, Vielseitigkeit und letztendlich auch Hannoveraner erleben. Frau Miesner mit Dressurspringen gibt es Klatte und noch ein paar. Vielseitigkeit gibt es Elmar Lesch und der hat letztes Jahr bei seiner Top-Event-Auktion immerhin 2/3 Hannoveraner verkauft. Und ich denke, wir müssen vielleicht darüber nachdenken, dass wir die Auktionsformate spartenabhängig machen, genauso wie die Partnerschaftskonzepte. Und meines Erachtens müssen wir verstärkt weg vom Kommissionsgeschäft hin zu einem Vermittlungsgeschäft, einmal aus haftungsrechtlichen Gründen. Das ist für uns als Züchter wahrscheinlich schwieriger, aber für den Verband leichter, der sehr viel Ärger damit hat. Und auf der anderen Seite macht das Modell Hemsoth ja vor, wie sowas dann auch zwischen Verkäufer und Käufer auf einer vernünftigen Schiene läuft. Weil wir haben vorhin am Mittagstisch mal zusammengerechnet, was so jemand bekommt, der für 15 Zuschlagpferden bekommt und dann die Spanne ausgerechnet zwischen dem, was der Käufer zahlt und dem, was beim Züchter ankommt. Und das ist natürlich nur Umsatzsteuer, sind das mal locker 5.000 bis 8.000 Euro. Das kann es nicht sein, die treffen sich im Lande viel besser. Und mittelfristig, denke ich mal, müssen wir raus aus der Abhängigkeit vom Auktionsgeschäft. Das darf nicht mehr, das ist, glaube ich, auch nicht mehr das Geschäft der Zukunft. Mittelfristig muss der Verband viel mehr Dienstleister werden, mittelfristig meine 5 bis 10 Jahre, als dass er abhängig ist von der Vermarktung der Pferde über eine Auktionskonzept. Das war so mein Top. So, auf die Diskussion freue ich mich. Die wird ja spannend. Und bevor es losgeht, vielleicht nur eine Anmerkung von mir zu dem ersten Punkt von Herrn Lange, das Thema Marktforschung. Da muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Die letzte große Marktforschung hat es gegeben vor exakt 11 Jahren. Ich war damals noch an der Erarbeitung dieser Marktforschung beteiligt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir uns alle darüber im Klaren werden, wohin entwickelt sich der Markt und wie sieht das Ganze in 10 Jahren aus oder in 15 Jahren. Und da haben, glaube ich, alle Zucht- und Sportorganisationen in Deutschland, die mit dem Thema Pferd zu tun haben, zurzeit ein ganz akutes Nachholbedürfnis. So, los geht's. Die Wirtschaftlichkeit und die Vorschläge und Ideen von Herrn Lange. Wer macht den Anfang? Bitte schön. Ich habe erstmal eine Frage. Und zwar dieses schöne Schaubild mit dieser Organisationsstruktur und der Verband Niedersachsen-Hallen GmbH und Finanzierung. Auf welchen Unterlagen basiert das? Ja, das diese Informationen her? Das ist auch das Schöne. Sie kommen natürlich nicht vom Verband, sondern ich habe mir das aus der lokalen Presse geholt. Das ist der Weserkurier und die Kreiszeitung. Dort wurden diese Beträge auch so genannt. Wenn da irgendwas falsch war. Ich wollte es hart mit Prüfung sagen. Und die habe ich aber in gleicher Weise auch in der Bilanz des Verbandes wiedergefunden. Ich muss natürlich auf der anderen Seite sagen, die Niedersachsenhallen GmbH ist für uns eine Blackbox. Wir haben am 5. die Möglichkeit der Einsichtnahme der Unterlagen des Verbandes. Aber wir werden natürlich nicht die Niedersachsenhallen zu uns sehen, weil das natürlich andere Träger sind. Aber wie gesagt, die Beträge, die dort die Investitionen betreffen, sind eigentlich schon 2009 so in der Form rausgegeben worden. Das ist eigentlich danach nur noch die 2 Millionen Nachfinanzierung gekommen. In der Summe sind es etwas über 11 Millionen. Was mir da jetzt so ein bisschen gefehlt hat, ist so die Rolle der Masterin. Weil es hört sich jetzt so an, als ob der Hannoveraner Verband Hauptnutzer dieser Anlage ist. Aber die Masterin hat da ja nun auch noch maßgebliche Anteile. Ja. Zum einen als Nutzer, die verkaufen da über 10.000 Rinder jedes Jahr, und zum anderen als Gesellschaft. Das ist genau die Frage, die ich Herrn Wiechers am Freitag auch stellen werde. Darüber wissen wir auch wenig, aber die
Der Prozentanteil der Nutzung des Hannoveraner Verbandes soll über 90 sein, wir vernehmen nach. Wenn die Frage am Freitag nicht beantwortet wird, dann werde ich sie am 10. stellen. Weil ohne diese Hintergrundinformation halte ich das für sehr gewagt, so was und hier als Diskussionsgegenstand. Die 11 Millionen, die Verteilung der Investitionen halte ich nicht für kritisch. Das wird gesagt, das war der Presse zu entnehmen. Genau diese Verteilung, wie gesagt, wenn dann muss jemand da noch andere Informationen haben, aber die sind auch so bestätigt. Ja, Herr Lübking hat das Wort, weil eigentlich angesprochen. Ja, ich bin jetzt nicht der absolute Finanzmensch, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, wir müssen die Niedersachsen GmbH so verstehen, dass das Geld, was die im Prinzip für die Halle ausgegeben haben, wir an die auch wieder zurückzahlen müssen. Ja, das ist ganz einfach und bei den anderen ist es genauso. Herr Dr. Brockmann heißt er, glaube ich. Peter Brockmann ist, glaube ich, Doktor. Ne? Ich will jetzt keinen Titel unterschlagen. Der Landrat ist übrigens. Brockmann ist der Bürgermeister, Bohlmann ist der Landrat. Bohlmann, ja, genau. Herr Bohlmann ist neben Herrn Dr. Schade Geschäftsführer. Wir sind zwei Geschäftsführer in dieser. Ehrenamtlich auch. Ja, das kann so sein. Jedenfalls ist das so, dass die Ausgaben, die wir haben, oder das Geld, das wir auch zurückzahlen müssen, so ist es, ich sage es immer ganz einfach, ist wahrscheinlich zu einfach, aber das Geld, das wir, das die Niedersachsen GmbH, sage ich mal, für den Bau bezahlt hat, muss auch der Verband wieder zurückzahlen an die Niedersachsen GmbH. Das ist also im Prinzip ein durchlaufender Posten. Das Nutzungsentschädigung, mich würde interessieren, auf welche Art und Weise geht das. Das ist eine Miete, eine Nutzungsentschädigung, weil, ich sage mal, Masterrent nutzt die Halle, möglicherweise auch noch andere für andere Veranstaltungen, der Hannoveraner Verband. Das ist ja genau der Punkt. Die Zahlen, die ich dort dargestellt habe, sind unstrittig. Sind auch durch den Wichers bestätigt. Die Regelungen, die es zwischen Verband und der Niedersachsen GmbH hat man mir noch nicht mitgeteilt. Und das ist genau die entscheidende Frage. Es gibt, so wie das aussieht, auch für das gewährte Darlehen, der Verband hat auch ein Darlehen gewährt, es gibt auch nicht unerhebliche Zinseinnahmen. Und auf der anderen Seite hat der Verband ein Darlehen aufgenommen und hat es offensichtlich als Beteiligung in die Niedersachsen. Lautsprecher bitte, etwas lauter bitte. Es gibt neben den 2,5 Millionen, die der Verband als Eigenmittel eingebracht hat, noch ein weiteres Darlehen, was der Verband aufgenommen hat, was auch weitergereicht wurde in die Niedersachsen GmbH, was auch als Beteiligung umgewandelt wurde. Das muss noch nicht alles schlecht sein. Nur entscheidend ist, was haben wir für Regelungen, wie variabel sind die auch, wenn uns das Auktionsgeschäft wechselt. Für diese zusätzlichen 2 Millionen, die im Nachhinein noch gebraucht wurden, hat der Land und Stadt Verden, so viel ich weiß, ich hoffe, dass ich das richtig erzähle, Bürgschaften übernommen. Und wie gesagt, die anderen Abzahlungen laufen, sind im Prinzip durchlaufender Posten. Das heißt, das, was die Niedersachsen GmbH an Rückzahlungen machen muss, kriegt sie vom Verband erstattet. So, ich reiße jetzt die Diskussion mal wieder an mich, weil es hat Wortmeldungen gegeben und die sollen auch zum Zuge kommen. Bitte schön hier als Erstes. Also grundsätzlich möchte ich für die Niedersachsenhalle, glaube ich, mal eine Lanze brechen. Ich finde die Niedersachsenhalle vielleicht nicht im letzten Detail, wie sie ausgeführt ist. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber jeder von uns. Ich finde die Niedersachsenhalle grundsätzlich erstmal toll und vor allen Dingen finde ich sie wichtig. Vorhin, bitte? Ich habe ja gesagt, ich finde die Niedersachsenhalle vielleicht nicht als Halle, aber als Standort Verden-Niedersachsenhalle. Das ist ja ein Begriff. Über die Art und Weise, wie das Ding gebaut ist, ob sie den richtigen Boden, die richtige Bande hat, da wollen wir uns ja jetzt nicht streiten. Grundsätzlich, und das ist auch so ein Punkt, vorhin in der Mittagspause hat jemand gesagt, der von weit weg hierher gekommen ist, früher war das so, da war Verden, das war für uns, wir wollen nach Verden, das war das Ding. Und Verden und die Niedersachsenhalle, das ist doch eigentlich der Begriff auch für den Hannoveraner. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir unseren Hannoveraner
wo wir ja, den wir bestimmt auch alle erhalten wollen. Ansonsten könnten wir morgen alle fürs deutsche Sportpferd stimmen, dann wäre das fertig. Wir wollen den Hannoveraner erhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Hannoveraner auch, ich sag mal, durch Marketing und so weiter ins Gespräch zu bringen. Das eine ist, wir müssen einfach tolle Pferde haben. Daran arbeiten wir jeden Tag. Wir versuchen, tolle Pferde zu züchten und versuchen, diese über den internationalen Sport bekannt zu machen, dass wir in den WBN-Listen und wie sie alle heißen, vorne stehen. Das ist das eine. Aber der zweite Punkt ist, und das ist eine tolle Plattform, das ist die Niedersachsenhalle. Nämlich, das ist dieser Standort, wo wir Auktionen durchführen. Und ich persönlich halte die Auktionen für extrem wichtig, einmal als Vermarktungsplattform, aber auch als Marketingplattform. Denn es steht nirgendwo auf der Welt in der Zeitung, dass irgendwelche tollen Züchter tolle Pferde im Land am Kamin verkauft haben. Das interessiert nämlich keinen Menschen und da kommt auch gar keiner hinter, sondern es steht in der ganzen Welt in der Zeitung, dass in der Niedersachsenhalle Lemony Snicket 900.000 Euro gekostet hat. Und das ist wichtig. Das ist immens wichtig, dass wir internationale Presse haben und dass die Menschen zu uns kommen. Und die Leute aus aller Welt kommen nicht in die Niedersachsenhalle, um irgendwie dort den Verkauf von 50 oder 80 oder 90 Pferden zu erleben, sondern sie kommen hierher, um diese Ereignisse zu erleben. Und wir brauchen die Niedersachsenhalle. Jetzt komme ich zu den Dingen, was ist denn an dieser Niedersachsenhalle, ich sag mal, so anrüchig? Wenn man damals abgestimmt hätte, alle haben gesagt, Mensch, wir müssen das Ding mal neu machen. Es ist ja vielleicht nur die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, was sie gekostet hat. Natürlich, da sind wir wieder an dem Punkt, Transparenz und Vertrauen. Ist das ganze Ding wirklich transparent gewesen? Weil da ist es auch wieder so, das habe ich oft gehört, Leute, die bestimmte Dinge nachgefragt haben, die haben einfach eine doofe Antwort gekriegt. Und das ist nicht in Ordnung. Und hier kann man doch relativ einfach vorgehen und kann sagen, pass auf, es gibt eine große Missstimmung. Wie ist das Ding finanziert? Wie ist das eigentlich alles gelaufen? Ich habe schon oft gehört, wo ist eigentlich das ganze Anlagevermögen geblieben? Wo sind eigentlich die ganzen Stalleinrichtungen und die ganzen Tränkebecken? Und wo ist das eigentlich alles geblieben? Und ist das eigentlich in dem Jahresabschluss, Hartmut hat hier so ein Ding, ist das in dem Jahresabschluss, gibt es dort eigentlich eine Spalte, Erlös aus Anlagevermögen, jeder, der ein Unternehmen hat und den Jahresabschluss machen muss, der muss auch sein veräußertes Anlagevermögen bilanzieren. Das ist ganz einfach. Gibt es das eigentlich? Und da gibt es auch wieder eine Menge, ich sage jetzt mal, gesabbelt an der Theke, der hat dies und der hat das. Da wäre es doch ganz einfach, ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu beauftragen. Die sollen den Fall Bau der Niedersachsenhalle einfach klären und sollen gucken, ob das alles ordentlich abgelaufen ist. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich, sage ich jetzt mal, Geschäftsführer wäre und ich wäre so in der Kritik und hätte das Gefühl, das ist zu Unrecht, dann würde ich das einfach mal durchführen lassen, weil dann wäre das so, dass ich außer Schusslinie wäre. So, da hatte ich zuerst eine Wortmeldung von der Wand wahrgenommen. Ach so, nee, ich wollte nur, und wahrscheinlich kommen wir da gar nicht hin, aber dass wir über die Niedersachsenhallen gehen. Ja. Aber das kann man doch, das kann man doch ganz einfach regeln. Wie gesagt, indem man sagt, wir beantragen ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen damit. Wir nicht, die anderen ja. Von der Niedersachsenhallen gehen wir ja. Die ja, wir nicht. Normalerweise ist das eine gemeinnützige GmbH oder ist das eine klassisch eingetragene GmbH? Eine klassisch eingetragene. Wenn die klassisch eingetragen ist, dann ist auch diese GmbH verpflichtet, jährlich ihre Bilanzen zu veröffentlichen. Die müssen beim Handelsregistergericht veröffentlicht werden. Ja, das ist so. Die haben wir gesehen bis zum Jahre 2010. Ach, dann sind ja schon straffällig. Das ist nämlich strafbewehrt. Da werden Strafzahlungen notwendig. Nein, nein, die werden sehr wohl notwendig. Sie sind verpflichtet. Für das Jahr 2011 haben Sie im Jahre 2000. Jedes Unternehmen ist verpflichtet, im darauffolgenden Jahr die Bilanz zu veröffentlichen. Das heißt, man hat Zeit bis zum 31.12. des Jahres 2012 seine Bilanz für das Jahr 2011 zu veröffentlichen. Genau das ist das. Ansonsten muss ich mir gefallen lassen, dass ich für Nichtveröffentlichung strafrechtlich belangt werde. Das fängt erstmal an mit kleinen Kostenzahlungen. Das geht dann aber weiter. Das ist aber auch eine Frage an den Geschäftsführer. Ja, klar. Genau.
Es ist nicht veröffentlicht worden im Bundesanzeiger. Wir haben jetzt versucht, eigentlich hätte bis 30.03., so haben die das immer gehandhabt, die Bilanz für 2012 veröffentlicht werden müssen. Die ist noch nicht da. Ich kenne die Gründe nicht. Aber wir werden natürlich versuchen, auch das einmal mit Licht zu erhellen. Traurig finde ich an der ganzen Geschichte, dass es den Hannoveranern Züchtern nie transparent gemacht wurde, wie die Zusammenhänge sind. Nie. Und das ist hier im Pferdener Raum nur über die Lokalpresse gelaufen, weil die unabhängig berichtet hat. Die ist da hingegangen, hat die Zahlen aufgeschrieben und hat die Leserkurier und Kreiszeitung. Dort wurden die Zahlen veröffentlicht, also überhaupt nicht flächendeckend im Zuchtgebiet. Ich möchte auch noch mal was dazu sagen. Es hat niemand was gegen die Niedersachsen. Wir brauchen diesen Schub. Aber er ist einfach zu groß geworden. Und wir haben ja nicht nur erneuert und renoviert, sondern wir haben erweitert. Da sind ja neue Stallungen dazu gekommen. Das ist für mich der Teil der Frage. Ob das zu dem Zeitpunkt noch so passieren musste. Aber Herr Lange, ich sag mal, es ist jetzt so, natürlich können wir darüber urteilen und Sie haben recht, musste es so passieren. Aber die grundsätzliche Entscheidung, die Niedersachsenhalle zu erneuern, war, glaube ich, richtig. Es ist ein Unternehmen, wir haben vorhin ein paar Mal gesagt, ein Unternehmen und ein Unternehmen muss auch etwas unternehmen. Das ist auch so. Dazu gehören Investitionen und ich glaube, dass vielleicht auch der geschäftsführende Vorstand, der Gesamtvorstand, wie auch immer, die haben sich lange darüber Gedanken gemacht, was ist der richtige Weg. Vielleicht konnten sie gewisse Dinge so auch nicht einschätzen. Ich möchte die nicht in Schutz nehmen, nur warum ist es denn im Moment auch so schwierig? Was hören wir denn unterwegs? Wir hören, dass es zum Beispiel Herrn Wegener als Auktionsleiter nicht gelungen ist, genügend gute Pferde für die Elite-Auktion zu bekommen. Warum nicht? Gibt es nicht mehr Pferde? Gibt es nicht mehr gute Pferde? Oder werden die guten Pferde gar nicht vorgestellt für die Auktion? Ich sage, die guten Pferde werden gar nicht mehr vorgestellt für die Auktion. Warum werden sie nicht mehr vorgestellt für die Auktion? Nummer eins ist, weil es natürlich so sein kann, dass sie sagen, Mensch, wenn ich jetzt mein gutes Pferd da vorstelle, die Differenz zwischen dem, was ich kriege und was der Käufer bezahlen muss, das ist ja alles eine Riesenkatastrophe, das geht ja alles so nicht. Da sage ich Ihnen, deswegen wird das Pferd nicht vorgestellt. Das ist nicht der Grund, weil wenn ich als Verkäufer einen vernünftigen Preis dafür bekomme, sage ich mal vorsichtig, ist mir doch scheißegal, was der Käufer dafür bezahlen muss. Das Problem liegt auch darin, und da bin ich wieder bei meiner Kernaussage, wir haben kein Vertrauen, dass unser gutes Pferd bestmöglich in Pferden verkauft wird. Und das ist der Punkt. Wir haben Angst davor, das gute Pferd dorthin zu geben, das Pferd, was vielleicht 50.000 Euro wert sein könnte, weil wir Angst haben, wir kriegen nur 30 mit nach Hause. Und deswegen zeigen wir es da gar nicht. Denn wenn wir es da haben, das wissen wir doch auch alle, wenn wir es dort schon mal haben, dann müssen wir es eigentlich auch verkaufen. Weil wenn wir die Gäule dann wieder mit nach Hause nehmen, wird es ja auch nicht besser. Und das ist eben auch eine Riesenausstrahlung. Und jetzt sind wir auch an dem Punkt, wenn wir das Vertrauen in die bestmögliche Vermarktung nicht schnellstens wiederfinden und wenn die guten Pferde nicht nach Pferden kommen, wird das ein Fiasko. Dann wird der Hannoveraner auf der Welt nicht mehr wahrgenommen, weil die Leute, das ist völlig egal, ob die aus China, aus Russland, aus sonst wo kommen, dann fahren die nicht nach Pferden zur Niedersachsenhalle, was vorhin in der Mittagszeit hieß. Wir haben früher Freunde und Bekannte angerufen, der Herr kommt, keine Ahnung, aus Süddeutschland oder sonst wo, er sagt, wir haben Leute motiviert und sind gemeinsam nach Pferden gefahren. Dann kommen die Leute nicht nach Pferden. Wenn wir in Pferden nur dritte Sorte versteigern, kriegen wir A, das Ding nicht bezahlt, weil wir nicht genügend Umsatz generieren, denn die Kosten gehen aus dem Umsatz, und wir verlieren einfach ein wichtiges Marketinginstrument, wir werden nicht mehr wahrgenommen. Und da ist es so, wir müssen schnellstmöglich Vertrauen schaffen. Das hat was mit Transparenz zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die Leute, die das Geschehen dort vorne bestimmen, dass die offenlegen, wie ist es gelaufen, wie sind die Zahlen, wo ist das, wo ist jenes. Dass diese, ich sag jetzt mal, diese Scheißmauschelei mit diesen Provisionen ein Ende hat. Sollen sie es doch sagen, wenn dort jemand sitzt, wie die Frau Heineken-Schütte, die sagt, ich habe drei tolle Kunden aus Kanada und die wollen ihr ein Pferd kaufen und sie gibt sich Mühe und macht und tut, soll sie dafür ja belohnt werden. Gar kein Problem, ist doch jeder von uns bereit. Aber es muss einfach nur transparent sein. Und das kann doch nicht so schwierig sein.
Es kann doch nicht so schwierig sein. So, da haben wir vorne noch eine Wortmeldung. Herr Langweg, Ihre Zahlen, die Sie dargestellt haben zum Thema Bau der Niedersachsenhalle, ich habe das auch nur in der Presse verfolgen können. Und das, was in der Presse verfolgt wurde seinerzeit, das kann ich, so wie Sie es dargestellt haben, kann ich das nur bestätigen. Die 9 Millionen waren ziemlich von Anbeginn an, dann irgendwann, nachdem die Kostenvoranschläge auf den Tisch lagen, waren die Gegenstand der Berichterstattung. Ursächlich verantwortlich für den Bau ist generell gewesen, dass die Bundesrepublik Deutschland nach dem Konjunkturpaket 1, und das kennt jeder von uns, durch die Geschichte mit den Zuschüssen für die Abwrackprämie, dieses Konjunkturpaket 2 für ganz andere Dinge dann aufgelegt hat. Das war auch gut so. Das hat uns sicherlich in Deutschland sehr geholfen, aus diesen Problemen, die nach der Finanzmisere der weltweiten und aus der Lehman-Pleite erwachsen sind, da deutlich besser herauszukommen, als das alle anderen Nationen geschafft haben. Und Konjunkturpaket 2 mit, da hat das Land Niedersachsen, die damalige Hannoversche Landesregierung, dafür Sorge getragen, dass KfW-2-Mittel von der Bundesregierung losgeeist wurden, um hier ganz klar in dieses infrastrukturelle und über die Grenzen Pferdens hinausreichende Projekt Renovierung, Ausbau, Neubau der Niedersachsenhalle zu investieren. Und das hat man als Sprungbrett benutzt, um dann letztlich überhaupt diese Geschichte anzugehen. Weil nur damit, das sind nämlich Mittel, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die werden weder verzinst noch zurückgezahlt. Diese Mittel sind gegeben. Ja, Entschuldigung, das waren 1,5 Millionen. Die nicht zurück. Reiner Zuschuss. Der reiner Zuschuss sind 1,5 und dann die öffentlichen oder die Träger öffentlicher Belange, in dem Fall Stadt und Landkreis, mussten genau den Teil, den das Land von der Bundesregierung losgeeist hatte, 1:1 dagegen liegen und dann wurden daraus 3 Millionen aus öffentlicher Hand. Aber 1,5 Millionen waren auf jeden Fall nicht rückzahlbar oder sind nicht rückzahlbar und auch nicht zu verzinsen. Die Mittel sind gegeben, um eben die Konjunktur anzuregen hier in der Region. Das ist ja auch damit dann letztlich gelungen. Was mir ganz wichtig war, zu Ihren Folien nochmal, das Thema Struktur in der Verbandsspitze. Beirat, Sie haben das genau genannt, was mir im eigentlichen Sinn, ich habe das vorhin aufgegriffen von Frau Einiging-Schütte, was sie in ihrem Antrag gestellt hatte, da steht Aufsichtsrat drin. Natürlich ist es dann in dem Fall ein Beirat. Und das alles Entscheidende ist wirklich die Unabhängigkeit dieses Beirates. Denn dieser Beirat ist gegenüber dem Geschäft, der Geschäftsführung oder dem geschäftsführenden Vorstand weisungsberechtigt. Der Vorstand, der erweiterte Vorstand, wie wir ihn heute kennen, das sind Kollegen. Das ist der Unterschied. Der Beirat oder auch ein Aufsichtsrat ist ein weisungsberechtigtes Gremium. Die sind nicht nur dazu da, um Kaffee und Kuchen in sich hineinzuschaufeln, sondern die sind dazu da, um die Entwicklung des Unternehmens nachhaltig auf der Geschäftsführungsseite zu beeinflussen. Deshalb beraten, weil Entscheidungen trifft die Geschäftsführung. Weil das ist einfach so per Gesetz auch, per HGB so geregelt, per GmbH-Gesetz so geregelt. Und auch was die sonstigen Organisationen und Verbände anbetrifft, die Geschäftsführung, der juristische Ast, der Verantwortung zeigt. Aber der Beirat leitet an, lenkt und berät. Und die Geschäftsführung muss sich mit all dem, was sie vorhat, beim Beirat reiben. Und muss das quasi dort erst einmal durchbringen. Und darum ist das ein großer Unterschied zwischen dem Vorstand, wie wir ihn heute kennen, dem großen Vorstand, und dem, was hier jetzt vorgeschlagen wird, ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich sage ganz deutlich, wenn Sie mich fragen, ich bin eindeutig dafür, dass eine solche Veränderung stattfindet. Weil das ist die wegweisende Veränderung, wie ein Verband, wie ein Unternehmen dieser Größenordnung in Zukunft zu arbeiten hat. Und dann zu den Informationen, die Sie eben noch an der Wand hatten, da möchte ich ergänzen. Ich unterschreibe all die Dinge, die Sie hier, Herr Lange, genannt haben. Mir fehlt eins da drin in dieser Darstellung. Wie kann man das Geschäft zukünftig positiv beeinflussen? Marketing und Vertrieb. Ich stelle einfach nur die Frage, sind wir, die wir uns hier heute versammelt haben, sind wir uns als Züchter sicher, dass unser Verband, unsere Kunden, die Hannoveraner Pferde vor ein paar Jahren oder ganz aktuell gekauft haben, dass diese Kunden durch einen funktionierenden After-Sales-Service, und auch da, Entschuldigung für diese Anglizismen,
aber es gibt diesen Begriff, der steht fest seit Generationen. Funktioniert der durch den Verband sicherzustellende After-Sales-Service? Werden die Kunden, die bei uns Pferde gekauft haben, werden die richtig betreut? Oder machen das Schockemühle und Kollegen oder unsere Fechteraner Kollegen oder andere, machen die das besser? Ich stelle nur diese Frage, die Antwort kann sich jeder selber geben, aber diese Frage gehört in Ihre Aufstellung hinein. After Sales Service. Die Kunden, die gestern Kunden waren, müssen morgen auch wieder Kunden sein und die muss ich mit dem Honigquast bearbeiten. Die müssen wiederkommen. Da muss ich aber was für tun. Von alleine kommen die nicht wieder. Wahrscheinlich nicht. Ich sehe an der Wand noch eine Wortmeldung, bevor ich die zulasse. Folgender Vorschlag. Sie haben sicherlich gemerkt, wir haben stillschweigend die geplante Kaffeepause schon ausfallen lassen. Vorschlag, dass wir jetzt zum Ende der Diskussionsrunde zu diesem Thema kommen, nach der Wortmeldung natürlich, und dass wir dann einmal vortragen, das was aufgeschrieben wurde, ob sich da auch alle dann wiederfinden auf dem, was da auf dem Papier steht. Ist das ein akzeptabler Vorschlag? Gut. Keine Gegenstimme, dann danke ich. Und also, ich habe jetzt noch mal eben zu Ihren Ausführungen noch mal eine Anregung. Sie sagten After-Sales-Service. Wir haben aber momentan das große Problem, dass das Vorverkauf-Service schon nicht stimmt. Da werden Kunden stehen gelassen, da werden Kunden schlecht beraten. Es gibt da unsere Kundenbetreuer, die stürzen nur auf die mit richtig Schotter, aber ich sage mal, die Mittelpreissegment auch kaufen, sind auch unsere Kunden. Auch wenn wir, ich sag mal, ein nicht so gutes Pferd dabei haben, ne, die können sich ja auch mal fahren und das muss auch vermarktet werden. Da fehlt das Grundprinzip. Wir haben, glaube ich, unser Hauptproblem momentan in der Vermarktung sind nicht wirklich die Pferde oder sonst was. Unser Hauptproblem ist, dass das im Vorfeld alles schon nicht stimmt. Diese, was wir vorhin schon gesagt haben, die Kommunikation, also Arroganz, ganz wichtig. Egal welcher, ob es nun die noch da sind, also die sich da mal fest etabliert haben, die sind überwiegend sehr arrogant. Das Thema ist aber, uns fehlt aber auch das vernünftige Personal da. Vorhin wurde ja mal gesagt, wir reden nicht über Personal, aber viele Reiter sind jetzt abgeholt. Ich habe das jetzt über die ganze Zeit nicht mitgekriegt, weil ich mich schon beim Verband ferngehalten habe, weil ich da die Nase so voll hatte. Vorhin in der Mittagspause wurden erstmal erzählt, welche Reiter alles weg sind, wer da gar nicht mehr mitreitet. Da muss ich ganz ehrlich sagen, erschreckend. Ganz erschreckend. Und da ist ja auch so eine Sache des Managements. Das heißt, Personalmanagement ist wichtig. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, gute Reiter kosten Geld. Das heißt aber nicht nur das Geld, sondern das heißt, die müssen auch gepflegt werden. Das heißt, ich muss auch vernünftig mit diesen Leuten umgehen und nicht als Unterste nach dem Motto, ja, mach mal, Feierabend. Da gibt es ja auch einen Druck. Ich meine, da habe ich auch schon genug mitgekriegt. Und da fängt es an. Also da möchte ich mich auch ein bisschen an den geschäftsführenden Vorstand noch mal so ein bisschen, dass da wirklich mal das Personalmanagement besser durchsichtig und besser läuft. Weil ich meine, es kann nicht sein, dass irgendwelche Reiter, die wirklich gut geritten haben, da abdampfen, teilweise zu anderen Reitern hin und so. Solche müssen wir halten. Und die auch dann wirklich Pferde so reiten, dass die Kunden ihn nachreiten können und nicht da irgendwelche Klemmer drauf sitzen mit orthopädischen Klemmhaken und dann auf einmal, ja, da kann keiner drauf reiten und schon gehen sie wieder zum Besitzer zurück oder zum Züchter zurück. Das kann ja auch nicht sein, so oft wie da jetzt Pferde nach Hause geben, weil sie angeblich nicht mehr reitbar sind oder für die Auktion nicht taugen. Da habe ich jetzt auch schon genug gehört und ich denke, da sollte dann auch mal drüber nachgedacht werden. Weil das hat auch was mit dem Vertrauensverlust der Züchter zu tun. Also was mir heute